Frau Schmidt, das Schülerlabor hier in der Ruhr-Uni Bochum. Was kann man denn hier so erleben? Wie funktioniert das hier bei Ihnen? Ja, wir haben Projekte für Schülerinnen und Schüler ab der Klasse 5 aufwärts bis zum Abitur, also alle Jahrgänge. Die können hier bei uns sozusagen in die Wissenschaft reinschnuppern. Wir haben unseren geistes- und gesellschaftswissenschaftlichen Bereich. Da bieten wir Projekte zu Sprachen, zu Religion, Philosophie, Sovi an oder auch aus Fachbereichen, die Schüler vielleicht an der Schule noch nicht so kennen, Jura, Wirtschaftswissenschaften. Und dann haben wir unseren MINT-Bereich. Die haben dann mehr die technischen Projekte, Biochemie, Physik, Mathe und so weiter. Und die Schüler können hier einen Tag sich sozusagen als Wissenschaftler oder als Forscher ausprobieren und gucken, wie Wissenschaftler so arbeiten und das dann auch selber probieren bei uns im Labor. Mhm. Welche Klassen dürfen zu Ihnen kommen? Von Klasse 5 bis zum Abitur, also alle weiterführenden Schulen, egal ob Gesamtschule, Gymnasium, Berufskollegs, Realschulen, kommen alle zu uns. Wie können die Schulen erfahren, dass sie dieses Angebot denn anbieten und wie kam der Kontakt mit der KKS zustande? Ah, sind zwei Fragen eigentlich. Also wir haben eine Homepage, auf der alle unsere Projekte stehen und auf die die Schulen manchmal zufällig geraten. Und ich vermute mal fast, das war in Ihrem Fall bei der KKS auch so. Wir verschicken aber auch Werbung, wenn neue Projekte rauskommen zu bestimmten Schulfächern, schreiben wir die Schulen im Umkreis an und machen die so auf Schülerlabor aufmerksam. Was ist die Intention, die eigentlich dahinter steckt? Warum bieten Sie das überhaupt an? Man kann zwar reinschnuppern, aber Sie machen das ja nicht aus dem Selbstzweck heraus. Da steckt ja ein anderer Gedanke noch, ne? Mehrere Gedanken eigentlich. Also zum einen, wenn ich sozusagen aus der Uni-Perspektive sehe, profitiert die Uni, weil sich da auch Fächer vorstellen können, die vielleicht bei den Schülern gar nicht so im Hinterkopf sind, wenn sie an ein späteres Studium denken. Also zum Beispiel Ostasienwissenschaften bieten bei uns Kurse an oder eben halt Jura oder so. Zum anderen arbeiten wir auch viel mit angehenden Lehrern zusammen. Also wir in vielen Projekten sind das MEd-Studierende, also Lehramtsstudierende, die Projekte durchführen und für die ist das natürlich spannend, da Lehrerfahrungen zu sammeln mit den Schülerinnen und Schülern. Das war jetzt die Uni-Perspektive oder die Ausbildungsperspektive, aber unser Interesse ist natürlich auch, dass die Schüler einfach so eine Uni mal von innen kennenlernen. Ja? Also gerade wenn sie da bisher noch nicht so den Kontakt hatten, gucken, was sind das denn für Leute, die sich hier an der Uni umtun, wie gehen die miteinander um, wie forschen die? Die Schüler sitzen in der Mittagspause in der Mensa mit unseren Studierenden und können da halt so ein bisschen die Atmosphäre mitbekommen. Und das ist für uns sozusagen Nachwuchswerbung, wenn man so will, für die Uni auch. Ne? Sie haben ja gerade schon gehört, die Schüler von der KKS kommen ja oft aus bildungsfernen Familien. Sie hatten sicherlich auch schon mal solche Schüler vor Ort. Wie reagieren die auf so einen wissenschaftlichen Betrieb? Das ist oft sehr interessant, weil die Lehrer gerade von solchen Schulen, von solchen Klassen uns dann nachher sagen, wow, wir waren ganz beeindruckt von unseren Schülern, wie diszipliniert die sind, aber auch wie wissbegierig und wie intensiv die mitmachen, auch zum Teil ganz anders, als sie die aus dem Unterricht erleben. Am Anfang ist also gerade bei den jüngeren Schülern oft so ein großes Staunen, die können sich auch gar nicht vorstellen, wie groß so eine Uni ist. Ne? Die denken dann erstmal, unser eines kleines Gebäude hier, unser SSC ist die Uni und wenn sie dann zur Mensa über den Campus gehen, sind die wirklich geplättet, sehr beeindruckt und meistens ist da einfach eine große Begeisterung, wenn man dann in dem Projekt ist, sich da sozusagen als Forscher ausprobieren zu können. Ja, also gerade die Schüler, die da bisher vielleicht nicht aus der Familie da schon so engen Kontakt mit dem akademischen Betrieb haben, für die ist das dann besonders spannend und setzt halt eben auch die Hürde runter, sich einfach überhaupt erstmal damit auseinanderzusetzen, wie so eine Uni aussieht halt. Ne? Die hätten ja sonst auch gar keinen Kontakt. Genau, genau. Frau Schmidt, wie liefen denn die Verhandlungen mit der KKS, dass das heute zustande kam, dieser Vertrag, dieser Kooperationsvertrag? Ja, die Verhandlungen waren von daher für uns interessant und auch ein Novum für Schülerlabor, weil wir im Normalfall eigentlich unsere Termine für unsere Projekte sozusagen eins nach dem anderen nach Anfrage vergeben und die Schulen sozusagen mit einzelnen Anfragen auf uns zukommen. Und das ist halt für uns was Ungewöhnliches, dass eine Schule jetzt für sechs komplette Jahrgänge für ein Jahr zu uns kommen möchte. Von daher waren die Verhandlungen
kamen erstmal von unterschiedlichen Standpunkten aus. Also von Ihrem Schulleiter, von Herrn Necking, aus hätte es, glaube ich, noch ein bisschen mehr sein können. Für uns war noch immer, dass wir im Hinterkopf dabei haben müssen, dass natürlich alle oder möglichst viele Schulen die Gelegenheit haben sollen, zu uns zu kommen, und dass unsere Kapazitäten da auch begrenzt sind. Und ich denke, wir haben aber ganz gut uns dann irgendwo in der Mitte getroffen, da halt eine Vereinbarung, eine Kooperationsvereinbarung zu finden, mit der dann alle zufrieden sein können, nämlich dass wir halt eben jetzt erstmal für die nächsten 2 Jahre das mit Unter- und Mittelstufenkursen oder Klassen ausprobieren, dass jeder Schüler von Klasse 5 bis 10 einen Tag hier bei uns im Schülerlabor verbringen kann im Jahr. Und das ist so jetzt der Kern der Vereinbarung. Ich denke mal, da profitieren sicher alle Seiten von, hoffe ich.